die Corona-Zahlen steigen ja wieder an. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation in den Vorarlberger Spitälern, im Speziellen was auch die Intensivstationen betrifft? Ja, wir haben mit heutigem Datum, wir verfolgen das ja sehr genau, mit heutigem Datum haben wir 13 Covid-Patienten in den Landeskrankenhäusern und davon sind 2 Patienten auf der Intensivstation. Und das ist vielleicht für alle, auch für die Zuseher, Zuhörer, nicht uninteressant zu wissen, dass wir genau vor einem Jahr nur 2 Patienten hatten auf der Normalstation und heute, ein Jahr später, 13 Patienten und 2 auf der Intensivstation. Und es ist mir wichtig, am Anfang auch gleich, bin sehr faktenbasiert, das auch zu erwähnen, dass von diesen 13 Patienten, die jetzt an Covid leiden und im Krankenhaus sind, 11 Patienten nicht geimpft sind. Also 11 von diesen 13 haben keine Impfung. Das ist für uns schon eine klare Aussage, auch ein klarer Warnhinweis dahingehend, dass Nicht-Impfen die Gefahr birgt, ins Krankenhaus kommen zu müssen.